Herzlich willkommen zurück. Ich habe mir das mal mit dem V-Sync und so angeguckt. Eigentlich stimmt das alles. Keine Ahnung, vielleicht manchmal auch tut da auch YouTube irgendwas so ein bisschen, ja, fabrizieren. Ja. Okay, wir haben hier unsere Leute. Hier kommen ein paar Cowboys. Wir müssen neue Häuser bauen. Okay, wir müssen irgendwie schauen. Wir müssen irgendwie schauen, okay, dass wir eine Armee noch gebaut kriegen. Also, dass wir ein Verteidigungssystem uns erstellen und gleichzeitig jetzt dann die ersten, ja, Gegner anfangen hier von der Karte zu nehmen. Hätte ich gesagt. Ja, das sieht doch ganz passabel aus, ne? So, ich find's okay, ne? Ich find's wirklich super okay. Da hätte ich gesagt, dass wir direkt mal, um ans Häuserlimit zu kommen, oder an Platzlimit der Soldaten, hätte ich gesagt, okay, perfekt. Dass wir irgendwie diese, dass wir hier die Leute oder die Häuser aufbauen und dann uns Cowboys damit machen. Am Verteidigung lang. Da kommen ja nicht mehr so viele jetzt, ne? Also ich hoffe es, ne? Gleich kommt die Riesenarmee. Ich vermute mal nicht. Also ich glaube es jetzt mal nicht, dass da so eine große Armee noch kommen wird. Sehr schön. Wir haben unsere Waffen, die wir verkaufen können. Dann verkaufen wir jetzt erstmal. Ich behalte Nee, ich verkaufe alle. Nee, ich verkaufe alle, weil ich will einfach Profit davon erziehen. Eigentlich, Moment mal. Ah, nee, dafür habe ich das Geld nicht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich könnten wir auch sagen, komm. Nicht kaufen. Verkaufen. Ja, ich wollte gerade sagen, komm, wir verkaufen. Komm, wir machen unser Fort hierhin noch. Aber das macht wenig Sinn. Oh, ich habe gerade ein bisschen Pepsi getrunken. Das knallt mir voll hoch gerade, ne? Oh, ne. Sehr schön. Wir können wieder Gewehre uns holen. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen an, uns Leute zu machen. Dass wir da mal vorankommen. Und parallel können wir ja anfangen. Parallel können wir ja anfangen, ja, Waffen weiterhin zu verkaufen, um jetzt mal an Geld zu kommen. Und vielleicht noch ein paar Rinder, aber okay. Hm. Ja, wir brauchen die Leute. Also ein Fort wäre halt perfekt, ne? So, machen wir hier weiter. Und hoffen gleich, dass wir... ...300 zusammenkriegen und dann könnten wir uns wahrscheinlich die nächsten mal hier holen. Und dann können wir ein bisschen scouten gehen auch dann. Ich will die Natives von unten erstmal fertig machen. Einfach nur, dass wir da irgendwie ein bisschen... So, machen wir es so. Machen wir es einfach mal so.
Ja, die haben uns 90 abgezogen. Hier hat er uns fast nichts abgezogen. Dann reparieren wir mal schnell das bisschen. Ja, das Problem ist, die killen uns da oben. Das ist... Wir müssen da runtergehen, ne? Es war eigentlich feines Gebiet, aber okay. Wir müssen uns dort was holen. Ich hoffe nicht, dass wir da jetzt irgendjemanden aufscheuchen, ne? Okay, perfekt. Ich will jetzt wirklich nicht, dass wir da jemanden aufscheuchen. Okay, ja, hier ist überall Geballer, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wir können weiter verkaufen. Wir können hier einkaufen wieder. Wir können hier außerdem nochmal das und zweimal hier. So, perfekt. Boah, ich sag's euch. Also, gute Mission, nur mir ein bisschen arg stressig. Wir können jetzt mal scouten gehen. Vor allem halt wie gesagt wegen dem... Ah, wir könnten mal hier uns noch ein bisschen... ja, wir brauchen noch eine Ranch, ne? Eine Ranch. Oh fuck. Oh fuck. Warum? Warum tust du das? Arschloch, wo seid ihr? Okay, perfekt. Gut, dann müssen wir da auf jeden Fall mit dem Jäger nochmal runter. Einfach mal so ein Pferdchen noch machen. Wir brauchen auf jeden Fall Waffen. Oh. Hier unten muss sie hin. Ja, ein bisschen was haben sie angerichtet, aber... Boah, es geht. Es geht, es geht, es geht. Es geht voran, Kinders. Es geht, ich freue mich so, dass wir hier doch jetzt Fuß gefasst haben in der Mission. Und dass es doch ziemlich gut aussieht, dass wir die schaffen. Ich sag ja, wir haben die ein bisschen... Fuck. Haben die aufgescheucht. Das waren die Roten, ne? Mal drei Stück. Vor allem, wir müssen halt unser Holz sichern und mal da die ganzen Fallen wegmachen. Ich nenne sie einfach mal Jäger, obwohl es ja Trapper sind. Trappatonis.
Okay, 409 und schieß mich tot. Wir verkaufen wieder. So, komm grad her. Macht mal die Kackfallen hier kaputt. Ey, ist es nicht schon wieder unser Befehlshaber gestorben? Nee. Hä, wo ist der? Wo ist unser Befehlshaber? Der ist doch tot. Ah, da, nee, da ist er ja. Ah, stimmt, ich habe ja gesagt, hol dir ein Pferd, Alter, ne? Ja. Ich weiß noch. Okay. Ja, dann machen wir uns hier noch ein Gewehr. Nahrung verkaufen. Nein! So, schnell wieder hier hoch. Kommt, Alter, ihr Jonis. So. Scheiße, Alter. Boah. So, dann einer hier hin. Ach nee. Oh nee, was kommt ihr denn jetzt die ganze Zeit von da oben? Von da unten. Ihr nervt mich, ey. Aber gut, ist schon mal gut, dass wir einige von denen hier schon gekillt haben. Oh, scheiße. Er ist ja gerade wurscht. Jetzt kommen wir von hier wenigstens nicht mehr so viele, ne? Oh, die holzen hier mal alles ab, das ist gut. Oh, ja. Jetzt kommen ja wieder welche. Los, geht da mal hin. Genau. Heil die mal weiter. Wir können hier weiter verkaufen. Und können
Neu einkaufen. So, der Befehlshaber ist gleich da. Das ist schon mal gut. Aber wie gesagt, ist schon mal ziemlich entspannt jetzt für uns. Was ist entspannt? Das ist trotzdem, wir haben hier so einen Drei-Fronten-Krieg hier da oben. Aber da oben kriegen wir es ziemlich gut verteidigt. What? Fuck you! Scheiße, Mann. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Oh Mann, ey. Habe ich hier bei LP2, glaube ich, war das letzte, ne? Das war... Ja, ich glaube, das war hier. Ja, das... Ja, genau. Okay. Ja, wir können es nicht so machen. Nicht. Ja, wir müssen es andersrum machen. Das Problem ist, ich kann hier runter nicht gehen. Weil dann scheuche ich die Roten auf. Und wie wir gerade gesehen haben, die zerbersten uns. Das heißt für uns, wir bleiben erstmal hier und müssen uns irgendwie hier mal so ein bisschen Nahrung verkaufen. Und ein bisschen hier Holz mal. Außerdem könnt ihr hier anfangen, die Häuser nochmal zu bauen. Wir haben hier noch ein bisschen. Wir bauen auf jeden Fall Kanonen. Ich meine damit keine Waffen hier, ich meine damit Kanonen. Und dann hätte ich da unten, na, ein Fort ist halt zu teuer, ne? Das ist halt immer das Problem. Ich meine, ich würde ja lieben gern was anderes machen. Aber das Problem ist, wir brauchen das Fort. Wir brauchen Türme und Kanonen. Dann würde ich sagen, wir können hier Türme setzen hier irgendwie hin und dann können wir es irgendwie verteidigen, aber gut. Ah, die Roten sind halt auch so schwer, ne? Komm, irgendwie so, komm, dass wir wenigstens ein bisschen was... Ja, wir müssen gucken, dass wir irgendwie das Holz erstmal hier noch behalten. Aber wir scheuchen die halt nur auf, die Jungs, ne? Das ist halt unser Problem. Wir scheuchen die halt komplett auf. Und solange wir das nicht unterbinden können... bringt uns nichts. Hier ist wirklich das Schöne, das kriegen wir gut gehalten. Nur hier, die rennen uns, ja, die rennen uns weg. Ah, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Wir hätten hier oben noch einen Wald, aber ja, da haben wir halt die Jungs, ne? Und die rendern uns da und töten uns, die ganzen Leute, ne? Ich bin eigentlich recht froh, dass wir hier so ziemlich easy peasy durchkommen, ne? Okay, ja, dann machen wir es erstmal so. Ah, komm. Obwohl, ne, ich würde gar nicht mal so viel... Ich würde gar nicht mal so viel auf Dingens gehen. Na komm. Ah, Gold braucht es reparieren, ne? Warum braucht... Ah, ja, für das Fort, ne? Ah, okay. Das Fort braucht also immer Gold. Das ist aber auch böse. Vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen so Verstärkung dahin bringen, da reinhauen, dass wir vielleicht mehr Damage machen, ne? Dass die vielleicht gar nicht mal so viel noch uns da wegnehmen können.
Gut. Ja, dann vielleicht da nochmal zwei Stück rein. Boah, wir kriegen das da unten nicht verteidigt gegen so einen Schwall von Native Americans, ne? Es waren schon viele, aber ich will es aber genauso machen, ne? Das heißt also, wir haben gar nicht mal so viel Zeit. So, dann will ich hier die zwei Kanonen haben, wenigstens. So, wenigstens zwei Trapper. So, und dann rüsten wir uns mal. Ja, da hätte ich vier Stück gesagt. Vier Stück von den Drappern hier hin. So, vier Stück. Na ja, komm. Aha, fuck, wir haben nicht mehr genügend Geld. Ah, scheiße. Ja, okay. Wir brauchen eh nur noch einen dann, ne? Okay, ja, dann sollte es passen. Den verkaufen wir zweimal. Dann hätte ich nämlich gesagt, pro Dingens eine Kanone. Pro Turm eine Kanone. Und... ja, da kommen sie doch schon. So. Ja, weil das pusht die nämlich jetzt voll. Die sind super wütend auf uns. Und denken sich, hey ihr Arschlöcher, was kommt ihr in unser Land? Und dann denke ich mir so, leckt mich. So, dann machen wir es einfach so. Alter, ohne Witz, ne? Was soll das denn? Wo ist dieses Arschloch? Wo ist dieses Arschloch? Wo steht er rum? Ist er doch gewesen. Perfekt. Okay, zack. So. Oh, Mann, Mann, Mann. So, dann macht mir bitte einmal einen Gefallen und baut mir hier mal bitte sure.
Sure. So, ihr könnt währenddessen hier hin. Machen wir so. Ah nö, da lassen wir so. Perfekt. So, dann lassen wir es nämlich so und dann können wir hier nämlich noch ein Türmchen bauen. Ach, come on, ey. Ah, Mann. Okay, aber ist nicht schlimm. Dann bau hier nochmal so einen Turm hier hin. Okay, gleich mehr Sicht. Ich auch super glücklich drüber, wenn wir das gleich haben, mehr Sicht. Ja, sind schon wieder bei einer halben Stunde, ey. Wir dürfen nicht. Nee, das macht. Das ist sinnbefreit. Das macht einfach keinen Sinn. Da kriegen wir es doch noch hin irgendwie.
kriegen wir es doch irgendwie verteidigt. Boah, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Jetzt ist ein bisschen ruhig geworden, ne? Die haben gefühlt auch, glaube ich, nichts mehr oder nicht mehr so viel, ne? Die haben halt auch schon gefühlt alles raus, ne? Die haben halt auch schon ihre kompletten Patronen verschossen, ne, oder? Das sind halt nur noch die Fallen, die wir hier unten sehen, das Rote, ne? Das heißt, wir können uns mal am Holz bedienen. Das heißt, am Holz kriegen wir wieder ein bisschen was mehr rein. Ich komme die Gewehre und dann... Ja, wir müssen irgendwie schauen. Boah, das wird noch lang dauern. Das wird nicht ohne sein. Ich hätte gesagt, wir machen uns mal zwei Kühe. Dass wir da vielleicht mal 50... noch dazu kriegen. Noch einen, wo wir hier noch dicht machen, hier so. Hier vielleicht an dem Baum vorbei, wenn es klappt. Ansonsten, es läuft. Hier, komm her. Genau, dann bauen wir nämlich jetzt hier noch zu. Dass die jetzt gar nicht auf die Idee kommen, hier irgendwas zu machen. Jo, wir haben halt hier, ne? Aber gut, es ist nicht schlimm. Ist nicht wild. Ich würde sagen, das klappt wirklich, glaube ich, hervorragend. Bop. Ja komm, wir tun es mal upgraden, dass wir schneller, glaube ich, Holz hacken können. Ja, ich glaube, die haben jetzt auch aufgehört, ne? Ich glaube, so gut geht's denen auch nicht mehr, ne? Ja, ich hab Schiss, aber ich speichere jetzt mal auf Sichi. Weil es ja doch ziemlich okay war. Wir haben ein bisschen was verloren, aber auch wieder ein bisschen was gewonnen. Aber wir können uns wieder aufbauen, was ja für uns der größte Vorteil ist, dass wir uns wieder aufbauen können. Das ist so für mich immer der Lichtblick, den wir haben. Und wir haben halt mal ein paar Kuis. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Holz wieder. Komm, wir schauen jetzt mal. Oh Mann. Irgendwie so gefühlt, man triggert die irgendwie, ne? Ey, weißt du? Ihr Schweine, kommt her. Kommt doch einfach her. Okay.
glaube ich, den am liebsten da haben. So. Wenigstens haben die unsere Kühe nicht getötet. Ich komme halt alles näher und alles näher, ne? Ja, wir brauchen neue Waffen, ne? Ach, ist ja super, ne? Wir brauchen neue Waffen, weil wir müssen... Okay, die haben die da unten nur gekillt, alles klar. Wollte ich nur wissen. Eieiei. Was ist das denn? Weißt du, was mir an denen am meisten auf den Sack geht? Ihr seid so Arschlöcher, ne? Sorry, dass du so krass sah, aber... Macht mir halt einfach alles kaputt. Mal da rein, zack und zack. Bau die Kirche mal wieder auf. Und dann können wir hier mal so eine heilende Schwester da hinsetzen. Die Jonis kommen hier hin. Irgendwie kriegen wir es hin. Ja, der Turm sitzt halt scheiße, aber der müsste mehr hier sein. Okay. Sehr schön. Der muss auf jeden Fall wieder geheilt werden, weil mit dem können wir hier alles hier niedermetzen wollen. Aber es ist okay, die kommen. Ich frag mich mal, wo die das ganze Gold her haben. Frag ich mich ernsthaft immer, ne? Wo die das ganze Gold eigentlich her haben. Gut, so wie wir, aber die können das ja eigentlich gar nicht so krass machen wie wir. Und das ist eine KI. Und das auch, ne? Ich meine, wie viele kommen da von denen? Genügend. Genügend. Ja, genau, geht man da hin.
jetzt gehst du mal da hoch. Wir haben wieder unsere 10 Waffen. Ist in Ordnung. Ja, die können gerade nicht so viel gegen uns ausrichten, was ja okay ist. Boah, da gehe ich mal auf Sichi. Ich weiß gar nicht, ich habe ja vielleicht oder... Ach komm, ich gehe auf LP1, wo ich drüber speichere. Ich würde jetzt sagen, wir machen hier in der nächsten Runde weiter. Bis dahin, macht's gut.